Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wie fast jede Woche begrüße ich euch hier im Release-View der Robotspace Industries Webseite. Und wie ihr seht, diese Woche sind keine Pünktchen dazugekommen. Wir hatten ja letzte Woche schon das Roadmap-Update, aber trotzdem gibt es diese Woche auch wieder jede Menge Infos, die ich euch natürlich mitgebracht habe. Und wir gehen dazu erstmal in die Overdrive-Initiative. Hier seht ihr quasi das neue Event, was quasi gestartet worden ist. Und das kommt dann auch mit einem Sale daher. Aber hier erstmal zum Event. Es gibt eine neue Mission im Würst. Die wurde mit dem Hotfix-Patch 3.21.1 und dann noch eine kleine Nummer quasi hinten dran. Ich hatte keine eigene Nummer bekommen. Ist ein Hotfix-Patch mit reingenommen. Und ab dann gibt es hier quasi die neue Hornet F7C MK2. Ebenfalls im Würst. Aber dazu kommen wir gleich noch. Hier erstmal zur Mission. Diese Mission, die wird jetzt laufen bis zur Invictus Launch Week. Ihr könnt das hier unten alles nochmal nachlesen. Und wird euch verschiedene Phasen bieten. Nämlich 5 Phasen, in der diese Mission abzuarbeiten ist. Die erste Phase ist eine Bunker-Missionskette. Ihr müsst 5 Bunker-Missionen quasi überstehen. Das sind so Data-Upload-Missionen. Die kennen wir auch schon von der bösen Seite. Da sind das nämlich die Data-Heist-Missionen. Und dieses Mal müssen wir auf der guten Seite, nämlich für ZDF, ein paar Daten gegen die Xenos nämlich organisieren. Und hier habt ihr die Möglichkeit quasi schon zu starten mit der Mission. Müsst die allerdings über Wochen hinweg quasi immer wieder weiterspielen. Denn ihr könnt die nicht mit einem Rutsch durchspielen. Nur die erste Phase ist zurzeit aktiv. Das heißt, ihr könnt die 5 Bunkermissionen machen. Und danach warten wir wieder 2 Wochen, bis die nächste Phase gestartet wird. Und die nächste Mission dauert so ungefähr eine Stunde. Die jetzige Mission, quasi diese 5 Phasen, die könnt ihr in 2,5-3 Stunden durchballern. Und könnt die quasi mit 2-3 Freunden spielen. Und ich empfehle euch, dort quasi mindestens zu dritt aufzuschlagen. Ihr könnt aber auch zu viert gehen. Umso mehr es sind, umso einfacher und umso langweiliger wird die Mission auch. Wir haben die am Freitag mit 10 Leuten gespielt. Und ich muss euch sagen, ich bin eingepennt dabei. Ist einfach zu langweilig für mich, weil da nichts los ist. Ne? Also ich würde dort maximal eigentlich mit 4 Leuten hingehen. Mit mehr nicht. Ansonsten habt ihr nichts mehr zu tun. In der nächsten Mission, in der zweiten Phase, wir konnten diese Phasen quasi schon im PTU spielen, wird es dann noch weniger zu tun geben. Da habt ihr maximal für 2 Leute was zu tun, wenn überhaupt. Wir müssen aber mal warten, wie das dann letzten Endes aussieht, wenn die Phase gestartet wird. Davon weiß hier keiner was, denn die Ankündigung ist wieder mal unter aller Sau. Nämlich einfach so, ja, in den nächsten Wochen kommt irgendwann irgendwas, wir tun euch irgendwann irgendwie informieren. Ne? Also so wirklich konkret ist das hier drinnen nicht, außer die Sachen, die irgendwie um den Shop und ums Kaufen gehen, die schreibt man hier natürlich auch konkret rein und versucht auch wieder so ein bisschen FOMO zu kreieren. Also bei den Leuten. Viele haben sich jetzt quasi das neue Schiff schon zugelegt, aber zum Schiff selber kommen wir gleich noch. Ja, am Ende der Phase, also wenn ihr dann letzten Endes alle 5 Phasen dieser neuen Mission durchgespielt habt, die das zur ILW, dann könnt ihr euch damit ein besonderes CCU freischalten. Und zwar ein Upgrade zur F7A. Und zwar MK2 natürlich. Hier gibt es quasi die Möglichkeit, euch über diese Mission ein CCU für die F7A freizuschalten. Ihr könnt dieses CCU aber nur anwenden, wenn ihr schon eine Hornet F7C MK2, also die neue, die jetzt letzten Freitag rausgekommen ist, irgendwie im Hangar habt, dann könnt ihr das CCU anwenden. An der Mission könnt ihr aber trotzdem teilhaben, auch wenn ihr das, diese Hornet nicht im Hangar haben solltet. Das CCU sollte euch trotzdem freigeschalten werden. Natürlich erst am Ende, also zur ILW. Niemand von uns, der jetzt quasi die Mission, die erste schon durchgespielt hat, und ich habe das schon auf 2 Accounts gemacht, hat irgendwas in seinen Hangar bekommen. Das gibt es dann wirklich erst zur ILW. Ihr müsst also warten und habt auch auf der Webseite keinen Indikator, ob das jetzt für euch zählt oder nicht. Na? So, hier unten seht ihr dann quasi nochmal die Infos und auch eine FAQ-Seite verlinkt, denn wenn es irgendwo was kostenlos zu ergattern gibt, dann stellen sich natürlich viele Fragen bei den Leuten und die könnt ihr auf der FAQ-Seite auch nochmal nachsehen. Für die Overdrive-Initiative selbst gibt es hier auch wieder einen Sale. Es sind verschiedene Schiffe im Angebot, wie ihr hier sehen könnt. Natürlich auch die neue Hornet F7C MK2, die ihr gerade hier im Bild habt. Und der Store-Credits-Preis für das Schiff ist eben wie hier angezeigt. $175 ohne Steuer.
Na, hier wird der Dollarpreis ohne Steuer, also das, was ihr an Store Credits ausgibt, angezeigt. Ja, außerdem ist die Gladius natürlich im Sale und noch ein paar andere Schiffe, die Redeemer. Könnt ihr hier nachgucken und ein Warbound CCU gibt es auch zur Drake Corsair. Falls ihr euch irgendwie eine Warbound-Kette bauen wollt, wo die Corsair mit drin sein soll, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch da ein CCU zu sichern. Zur FAQ-Seite. Ich verlinke euch das natürlich alles unter dem Video, damit ihr das ebenfalls findet und nochmal reingucken könnt. Hier seht ihr letzten Endes, wer berechtigt ist, wer mitmachen kann. Wenn kriege ich das CCU überhaupt? Das wird hier drinnen in den FAQs alles nochmal beantwortet. Und auch für die Leute, die für euch vielleicht schon ein F7A Veterans D Cosmetic Upgrade Kit haben, die werden auch belohnt. Und zwar zu ILB gibt es für euch ein Schiffchen. Ihr bekommt kein Upgrade zur F7A MK2, sondern ihr bekommt für euer Upgrade eine F7A Hornet MK1. Und das könnte sogar möglich sein, Leute, dass ihr euch da gar nicht mal cremen müsst, dass ihr nicht die Zweier-Variante kriegt. Denn die Zweier sieht von außen vielleicht ein bisschen schlanker und mehr nach Kampfstern Galactica aus. Aber die Hornet MK1 ist eigentlich die bessere Hornet. Denn die hat ein breiteres Cockpit, damit die bessere Sicht. Und die hat auch mehr Bildschirme drin. 6 Stück im Gegensatz zur Hornet MK2, die nur 2 Bildschirme hat und was echt wenig ist. Klar, irgendwann kommen mal irgendwelche Sachen wie Target-Anzeigen wieder im HUD-Sensor quasi, nee, in eurem Vision quasi, also in eurem Helm, dass das eingeblendet wird eben mit hinzu. Ihr wisst, was ich meine, so holographisch eingeblendet. Also zumindest die längeren Bäcker von euch wissen, was ich meine, denn wir hatten den Quatsch schon. Wir hatten das alles schon vor Jahren. Vor 5 Jahren hatten wir diese HUDs schon. Und auch dann, wenn ihr 2 zusätzliche Anzeigen da drin habt, habt ihr immer noch den Fall, dass ihr nur 2 normale MFD-Bildschirme habt. Nämlich MFD-Bildschirme, wo man draufklicken kann, Menü sagen kann und vielleicht auch nochmal in ein anderes Fenster wechseln. Das wird oben in den Dingern nicht so einfach gehen. Die werden euch nämlich was Target-mäßiges anzeigen. Und die werdet ihr höchstwahrscheinlich nie einfach so mit der Maus bearbeiten können, so wie ihr das mit dem MFD macht. Also ist ein MFD was ganz anderes als diese Holo-Einblendung im Helm oben. Na? Nicht vergessen. Also viele Bildschirme finde ich gar nicht so übel, vor allem weil man sich eben mehr Sachen gleichzeitig anzeigen lassen kann. Ja, ich halt selber habe auch mit der Hornet schon ein bisschen rumgespielt, aber da kommen wir später dazu. Auf jeden Fall wollte ich euch das sagen, dass ihr hier die F7A Hornet MK1 bekommt und ich das persönlich bisher nach meinen Tests höchstwahrscheinlich für das bessere Schiff halte. Will you run this event again in the future? Hier wird auch nochmal gefragt für alle Leute, die ein bisschen FOMO haben, also Fear of Missing Outs, dass sie irgendwas verpassen könnten. Wird denn dieses Event nochmal gestartet? Und hier treibt CIG das FOMO auch voran, indem man natürlich nicht konkret sagt, von wegen, ja, dieses Event mit den Rewards gibt es nochmal, sondern nur einfach, ja, die Xenothreads, die sind wirklich schrecklich und die könnten, möglich ist es, dass die immer wieder nach Stanton zurückkehren werden und dass das ZDF quasi will, dass wir denen helfen. Heißt aber nicht, dass ihr euch nochmal das CCU damit freischalten können werdet. Also wenn, dann macht jetzt mit vor der ILB diese Missionskette, falls ihr das CCU in eurem Hangar haben wollt. Na? Ja, hier seht ihr auch dann, dass das Ganze nicht mehrmals in euren Account reinkommt, sondern das Ganze ist dann wie ein Token und kann nur einmal pro Account letzten Endes ergattert werden. Ja, hier habt ihr die Infos dazu. Ich verlinke euch das, wie gesagt, alles. Wenn ihr nochmal genauer nachlesen wollt und die einzelnen anderen Punkte auch nochmal durchgehen wollt, könnt ihr das gern machen. Findet ihr, wie gesagt, hier unten. Tja, und dann kommen wir doch mal zum Sale, oder? Zum Verkauf, nämlich der Hornet MK2, die ihr hier seht. Und ja, die ist ein bisschen schnittiger als die normale Hornet. Die hat ein paar Hardpoints größer. Nämlich hier unter den Flügeln gibt es hier Size 4 Hardpoints. Ihr seht schon, ein bisschen lächerlich sehen diese Waffen hier drunter aus. Die sind nämlich riesig groß. Und wenn ihr hier oben noch einen Turm drauf packt, dann sieht das Ganze noch lächerlicher aus, weil der Turm quasi mega weit nach oben rausguckt und die Waffe dann sonst wo hängt, nämlich hier ungefähr. Und dann hier so lang geht. Also das sieht wirklich nicht gut aus. Ich habe jetzt schon verschiedene Waffen drauf gehabt. Also vom Aussehen her bringt ja das nie unbedingt was, wenn man hier mehr Waffen drauf packt. Aber, ja, von der Feuerkraft her bringt es natürlich was, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich kann euch mal ein paar Standardwerte sagen. Wenn ihr jetzt aktuell hier mit den 2 Waffen im Standard-Loadout unterwegs seid, das sind 2 Rhino-Repeater, die da unten drunter sind, rechts und links quasi, eine Size-4-Waffe fixt.
dann haben die 35 Schuss bei Standardaufladung, also Capacitor auf 33% Waffen, ne? Habt ihr 35 Schuss und wenn er aufladet, habt ihr 42 Schuss mit diesen beiden Waffen. Das kommt so ein bisschen der Talon gleich, muss ich mal sagen, weil auch die Talon hat ja 2 Size 4 Waffen und echt wenig Schuss. Oder die Katoal wäre dann auch noch so eine Geschichte. Da ist das ähnlich. Ihr könnt aber zusätzliche Waffen draufschrauben. Hier oben drauf passt eben der Size 5 Mount quasi, den, also diesen Einbauteil, was ihr reinsetzen könnt in den Hornet von der Super Hornet. Und da könnt ihr dann ebenfalls noch eine Size 4 Waffe draufsetzen. Das würde gehen. Hier unter der Schnauze habt ihr ein Size 3 Hardpoint. Könnt also eine Fix Size 3 Waffe dran bauen. Eine gegimpelte Size 2 Waffe, bisher jedenfalls noch. Und oder den Hornet-Turm, der euch 2 Size 1 Waffen bietet. Geht auch. Ja, für die Hornet gab es hier auch ein lustiges Video und ich würde sagen, das gucken wir uns einfach mal an. Ab dafür. War eine alte Tracker dort zu sehen. Quasi so ein Hin- und Herschnitt hier. Von dem Veteran, der offensichtlich mal das Ding geflogen ist, als Kampfvariante. Genau, ihr könnt da einen Zweierturm oben drauf machen. Das war das Werbevideo zu Hornet MK2. Wollte ich euch noch zeigen. Und hier unten seht ihr natürlich dann auch noch jede Menge Bilder, Kaufoptionen und so weiter. Die sind natürlich das Wichtigste. Standardmäßig ist hier eine Cargo-Box verbaut in der Hornet. Und ihr könnt auch 2 SCU-Cargo damit quasi transportieren. Sollt ihr. Tja, ihr könnt euch einen Hornet-Turm zu einer Super-Hornet oder von der, von der Super-Hornet zum Beispiel reinbauen. Den gibt es ja im Würst zu kaufen. So, und letzten Endes kommen wir natürlich hier unten auch noch zu den Kaufoptionen. Hier seht ihr die 2 verschiedenen Hornets angezeigt. Ihr könntet ihr euch mit verschiedenen Skins noch anzeigen lassen. Das ist dann quasi hier oben. Die gibt es ebenfalls mit im Sale. Das wäre dann der Standard-Skin. Und die F7A MK2, die nicht verkauft wird, sehe dann so aus. Beziehungsweise so hier. Ja, hier gibt es die Werte zur Hornet MK2. Also zur F7C MK2 und wie ihr sehen könnt, ist das hier die Rolle Kämpfer, also Fighter. Dann gibt es Platz für einen Crew, also natürlich für den Piloten, klar. Länge, Höhe, Breite seht ihr hier drin auch, ist nicht allzu hoch, nicht allzu breit. SCM Speed steht hier 210 da, das wird sich aber eh alles noch ändern. Cargo 2 SCU, Schildgenerator habt ihr 2-mal einen Size 1 Powerplant. Ich habe dort bei mir die FR66 schon drin. Cooler, 2x Size 1, ihr könnt euch die Echo Flow da reinbauen, wenn ihr zumindest von Distortion Damage, naja, obwohl, die spielt zurzeit nicht wirklich die Rolle, aber ich habe mir trotzdem immer noch gewohnheitsmäßig die Echo Flow rein. Batterie gibt es hier 2x Size 1, die könnt ihr nicht austauschen, Life Support 1x Size 1 könnt ihr nicht austauschen, Computer 1x Size 1 ist nicht zu tauschen und 1x Size 1 Radar können wir auch noch nicht tauschen. Außerdem hat das Ding Powerplants, nämlich 2 Stück, Size 1, Quantum Drive gibt es natürlich auch ein Size 1 und Jump Drive Modul hat der Quantum Drive auch. Und für den Piloten gibt es hier 2x Size 4 Waffen unter den Flügeln plus die Missile Racks, 2x Size 3 Missile Racks, die hier standardmäßig schon verbaut sind. Die anderen Hardpoints seht ihr jetzt hier nicht mit aufgelistet. Bei der F7A, bei der militärischen Variante, seht ihr gleich, dass hier einiges an Waffen dazukommt, vor allem eben auch unter den Flügeln. Zu den 2 Size 4 Hardpoints kommen nochmal 2 Size 3 und nochmal 2 Size 3 hinzu. Außerdem gibt es die Missile Racks, die 2 auch noch eine Size Größe größer, nämlich 2 Size 4 Missile Racks.
Ja, hier unten seht ihr die Kaufmöglichkeiten, die ihr zurzeit habt. Euch kostet das Schiffchen 177,07 Euro, wenn ihr es Warbound kauft, 193,67 Euro, falls ihr es mit Store Credit holt. Aber die richtigen Store Credit Preise sind dann quasi, wenn ihr es günstiger kauft mit Warbound, also mit echtem neuen Geld, kostet euch das Schiff 160 Dollar ohne Steuern. Und die Store Credit Variante ohne Steuern wären 175 Dollar. Außerdem gibt es neben den Schiffen, die ihr hier oben seht, hier unten auch ein paar Skin-Pakete mit dazu. Ihr müsst hier aber aufpassen. Die Skins, die hier unter F7MK2-Paints aufgelistet sind, die sind schon im Burst und die könnt ihr auch ausprobieren und auch auf euer Schiff drauf machen. Die Skins hier unten, die könnt ihr zurzeit noch nicht im Burst finden. Die gibt es im Inventar nicht und werden auch nur auf die F7A-MK2 anwendbar sein. Das seht ihr hier zumindest in der Beschreibung. Und wenn ihr euch jetzt den Skin zum Beispiel kauft, findet ihr den im Burst noch nicht. Könnt ihr nicht auf eure F7C drauf machen. Geht nicht. Na? Kaufen könnt ihr zwar, aber benutzen könnt ihr nicht. Kennen wir doch irgendwo her. und dann gibt es hier natürlich noch ein Upgrade. Die Werbung dafür, dass ihr quasi euer Schiffchen upgraden könnt. Hier seht ihr das nochmal mit den 175 Dollar. Und ihr könnt dann quasi zum Beispiel eure Standard MK1 Hornet F7C letzten Endes dann upgraden. Ihr seht einen ordentlichen Preisunterschied zwischen den Hornets, weil wenn ich euch die im Preis gestiegene Hornet hier auf der Seite mal raussuche, dann seht ihr, dass ein Upgrade von der alten Hornet, ich muss ein bisschen scrollen, bis ich da hinkomme, hier nämlich, zur neuen Hornet euch circa 50 Dollar kosten würde. Und das finde ich ehrlich gesagt schon ganz schön happig. Ich weiß nicht, wie ihr den Preiszuschlag findet. Ihr könnt es ja mal in den Kommentaren hinterlassen. Aber neulich hatten wir gerade erst, dass die Preise teurer geworden sind für die normale Hornet, für die Hornet Tracker und die Hornet Ghost. Die normale Hornet ist von 110 auf 125 hochgegangen. Die Hornet Ghost ist von 125 auf 140 hochgegangen. Und die Hornet Tracker ist von 140 auf 150 hochgegangen. Trotzdem finde ich das hier für die Standard Hornets quasi 50 Dollar, bloß weil es eine neuere Variante ist, ganz schön happig, muss ich euch sagen. So, und das war es hier erstmal zu Hornet. Werbevideo haben wir uns auch angesehen. Und ja, was hat die Hornet uns denn allen gebracht? Neben mehr Feuerkraft im Burst. Und zwar hier das Founding. Das habe ich euch mal aufgemacht und ihr seht ihr vielleicht drin, dass es hier einen ordentlichen Ausschlag gab am Tag, wo dann letzten Endes die Hornet verkauft worden ist. Wir haben ja heute, wo ich zur Aufnahme den 17. Gestern am Samstag war der 16. und am Freitag ging der Sale los am 15. Und ihr seht ihr mal, ja, wenn wir hier so den Schnitt nehmen mit 300.000 irgendwie sowas und dann 1,3 Millionen haben, dann hat diese Hornet hier so ungefähr ein Millionchen eingespielt. Gab es denn doch viele, die hier zugeschlagen haben, offensichtlich. Ich habe mir das Ding halt nur für Store Credits geholt. Kein frisches neues Geld mehr von mir. Ich habe hier genügend Geld rausgehauen. So, und es gibt aber noch was, wo ihr Geld raushauen könnt. Und zwar den St. Patrick's Sale. Der ist ebenfalls am Start dieses Wochenende. Hier gibt es neue Skins, ein paar grüne Schiffe konntet ihr euch ergattern. Es gab auch wieder in Wellen die Constellation Phoenix Emerald abzugreifen in ein paar verschiedenen Paketen. Die war auch ziemlich schnell weg und vergriffen. Und ja, ein bisschen was gibt es trotzdem noch. Wenn ihr hier runter scrollt, gibt es eben den Hinweis, dass es natürlich die neuen Paints gibt. Hier für die Razor, für die Fury und auch für die Hercules. Hier unten seht ihr es nochmal im Bild. Es gibt halt für, naja, drei neue Schiffchen quasi jetzt diese drei neuen grünen St. Patrick's Day Paints. Wir kannten das ja schon von anderen Schiffen, die hier unten aufgelistet werden. Hier habt ihr die neuen und hier ganz unten die alten. Und es gibt auch ein Komplettpaket mit allen Schiffen und Fahrzeugen in grün, die es da bisher gab zum St. Patrick's Day. Plus die Phoenix Emerald hier hinten, die natürlich ein bisschen anderes Grün hat. Ihr seht, die Limited-Pakete sind schon sold out. Zumindest das für Store Credits. Hier für Warbound könnt ihr anscheinend noch zugreifen.
Ja, was außerdem noch mitkommt mit dem St. Patrick's Day Event, ist, dass ihr euch ein kleines Glücksitem im Arena Commander sichern könnt. Wenn ihr nämlich im Arena Commander die Team Elimination spielt, dann solltet ihr dort gewinnen, so eine Runde, eine Team Elimination Runde, dann wandert hier so ein Coin bei euch in den Hangar. Ist quasi wie mit den letzten Coins, die wir für den Arena Commander hatten. Gibt es hier ebenfalls neue. Und wer da Lust von euch drauf hat, kann ja mal reingucken. Das Ganze geht noch ein paar Tage und ihr könnt noch ein bisschen hier ausprobieren, ob ihr da nicht den ersten Platz ergattern könnt und euch eben hier so ein Item sichern. Ja, ob für den einen oder anderen was dabei ist, müsst ihr selbst entscheiden. Ihr seht hier, die großen Pakete gibt es dann auch nochmal für Store-Credits, nicht nur für Warbound. Für Warbound spart man natürlich wieder ein bisschen was, aber so viel ist es auch nicht. Außerdem, standardmäßig sind hier natürlich zum St. Patrick's Day Event ebenfalls noch Schiffe im Sale, nämlich die 400er, 600er in verschiedenen Varianten. Die Herkules als A2, C2 ist wieder im Sale. Die Furies natürlich, damit ihr euren Skin auch draufpacken könnt. Und hier die Hammerhead ist auch noch mit am Start. Neben der M2 und der MSR und die ganzen Razors natürlich. Na? Außerdem gibt es weitere Warbound CCUs. Hier für die C2 Herkules könnt ihr euch ein Warbound CCU ergattern oder für die Mercury Star Runner. Für die C2 Herkules geht das Ganze offensichtlich jetzt nicht direkt auf. Ich habe zwar drauf geklickt, eigentlich hätte es aufgehen müssen. Was der Preis ist, kann ich euch nämlich gar nicht sagen. Da müssen wir hier mal gucken. So, die C2. Wir tun uns das mal nach Preis sortieren. Und hier sehen wir die MSR erstmal in der Warbound-Variante. Die gibt es für 240, also 20 gespart. Die C2 gibt es für 370, war schon mal billiger. Für 360 gab es die auch schon mal. Also nur 30 gespart zu den anstelle von 400. Ne? Und dann können wir auch gleich nochmal nach der Corsair gucken, wenn wir die einmal hier hatten. Die gibt es jetzt für 230 anstelle von 250, also auch ein 20er gespart. Ja, das zum St. Patrick's Day Event. War es also schon ein bisschen was zu spielen, ein bisschen was zu kaufen und ein bisschen was einzufärben, gibt es hier quasi wieder. Und damit würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick in die Zukunft, nämlich in den aktuellen Sneak Peek. Den sehen wir hier. Und das war dieses Mal, ja, ein schöner Helm bzw. eine Kutte. So ein bisschen Outlaw-mäßig sieht diese Rüstung für mich aus. Ich weiß nicht so recht, was ihr davon haltet. Der Text dieses Mal war dazu, we all wear masks. Also bedeutet so viel wie, wir alle tragen Masken. Stimmt. auf jeden Fall, ja, ist das so ein bisschen rockermäßiges Outfit für mich. Ich glaube, das wird wahrscheinlich hier auch wieder eine Gang in Pyro betreffen oder sowas. Vielleicht die Headhunter oder so. Oder vielleicht kennt ihr das Outfit schon. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, falls ihr es besser wisst als ich. Ich weiß nämlich nicht allzu viel zu dem Bild. So, und von den stehenden Inhalten kommen wir jetzt mal zu den bewegten, nämlich zum Inside Star Citizen. Und ja, das hieß da Avatar Repertoire. Hier ging es also um unseren neuen Charakterdesigner, um der ja neue Möglichkeiten für uns geben soll. Unser neuer, jetzt seht ihr gerade hier noch unseren alten Charakter-Customizer, der ein bisschen hakelig ist, auch immer mit der Farbauswahl, nur über dieses Rechts-Links-Klicken oder oben-unten, das gefiel mir gar nicht und ich habe wirklich nicht mehr viel Arbeit in meinen Charakter reingesteckt, weil ehrlich gesagt fand ich immer, wir haben nur hässliche Charaktere in Star Citizen. Ich habe noch nie einen schönen gesehen. Und mal gucken, ob das besser wird mit dem neuen Charakter-Customizer. Ihr seht jetzt gleich die Möglichkeiten, die es für euch mitbringt. Nämlich die Möglichkeiten, eure Gesichter anders zu verziehen. Man hat das Ganze jetzt hier letzten Endes im Building-Block-System gebaut. Und jetzt seht ihr auch gleich diese Knoten im Gesicht angezeigt. Mit diesen Knoten können wir dann letzten Endes die Form unseres Gesichts auch verziehen und ja, ändern. Hier kann man auch verschiedene Elemente quasi in der Auswahlliste auswählen, also verschiedene Gesichtsbereiche, die man dann per Slider übernehmen kann. Das kennen wir so ein bisschen aus unserem alten Charakter-Customizer, da gab es nämlich diese Möglichkeit auch. Aber besser ist das hier, nämlich mit dem Ziehen, dass wir unseren Kopf und Gesicht einfach direkt verändern können, indem wir Drag-and-Drop-mäßig mit unserer Maus quasi ziehen. Außerdem finde ich die Farbauswahl deutlich besser. Also die Auswahlen für alle Farben sind jetzt hier so ein Spektrum und nicht mehr einfach rechts, links durchklicken, sondern wir können aus einer Skala direkt auswählen, welche Farbe uns denn am besten gefällt.
Ja, außerdem gibt es ja hier am Anfang erstmal die Möglichkeit, immer noch den Charakter, eben die Shape erstmal zu verändern, und zwar mit dem DNA-System, was man hier immer noch benutzt. Man hat also quasi andere Vorlagen, andere Köpfe, von denen man Dinge übernehmen kann. Das ist dann Bestandteil dieses DNA-Systems, und dann können wir halt diese verschiedenen Körperstellen auch noch verändern, wie ihr hier sehen könnt. Ja, das soll euch eben bessere Möglichkeiten geben, hier überhaupt den Charakter zu bearbeiten. Und neben den Hautmöglichkeiten und Hautfarben geht es natürlich auch um die Haare, dass die ordentlich angezeigt werden, beziehungsweise ja, vielleicht mal eine schönere Farbe bekommen. Wir werden Haarfarben bekommen, die nicht nur einfarbig sind, sondern mehrfarbig sein können und Verläufe letzten Endes in den Haarfarben drin haben. Das seht ihr dann gleich hier weiter hinten. Außerdem gibt es natürlich Bärte, und zwar jede Menge, die ihr dann hier auswählen könnt, verschiedene Bartstile. Und ich glaube, da haben auch viele von euch drauf gewartet. Das Thema hat ja sowieso schon lange, lange einen ziemlichen Bart. Das finde ich ja eigentlich ganz nice. Auch die Farben und so weiter, die Farbkombinationen finde ich ganz nett. Gibt auch verrücktere Sachen. Ihr könnt euch auch dann einen grünen oder einen blauen Bart machen, wenn ihr da lustig drauf seid. Geht alles. Hier seht ihr zum Beispiel mal verrücktere Farben für Bärte oder Haare. Bin ich schon gespannt, wie die Leute dann letzten Endes rumlaufen werden im Würs, wenn sie hier mit 3.23 ihre Charaktere neu erstellen. Ja, außerdem, ja, neue Haarstyles gibt es ja hiermit noch dazu. Es gibt die neuen Hautfarben einfach dadurch, dass ihr frei aus der Skala wählen könnt. Es gibt Bärte. Make-up ist außerdem noch mit auf der Liste für 3.23. Das seht ihr hier. Das höre ich bei mir im Chat auch öfter mal die Frage, vor allem von weiblichen Zuschauern natürlich. Wie sieht es denn hier aus? Gibt es denn hier irgendwie Make-up-Möglichkeiten? Und ihr seht, ihr könnt hier Make-up in drei verschiedene Zonen quasi packen. Oder drei verschiedene Eigenschaften für dieses Make-up dann letzten Endes wählen. Wie smooth das eben ist, wie durchsichtig das sein soll. Und letzten Endes die Darstellung eben in eurem Gesicht des Make-ups ein bisschen verändern. Gibt es verrückte Sachen, wie ihr hier schon seht, oder das. Mal gucken, wie viel wir letzten Endes davon sehen werden im Würs rumlaufen. Das hier ist auch noch ziemlich verrückt. Jetzt habe ich drüber gescrollt. Ja, auf jeden Fall eine schönere Möglichkeit, seinen Charakter zu bearbeiten. Hier ist aber noch nicht alles drin in 3.23, in dem Charakter Customizer, in dem neuen, den wir haben. Denn es fehlen immer noch Dinge wie zum Beispiel Piercings oder auch Tattoos, die letzten Endes eingefügt werden sollen. Vielleicht kommen wir ja dann irgendwann nochmal dahin, dass wir uns sogar Narben geben können. Weil ich finde, Tattoos ist ja so eine ähnliche Mechanik wie zum Beispiel Narben. Und vielleicht kommt es ja auch noch mit dazu, dass ich mir da eine fette Badass-Narbe mitten übers Gesicht machen kann. Gucken wir mal. Ja, so viel mit der Folge, mit der ersten Folge. Ich verlinke euch das natürlich alles. Ihr könnt hier gerne mal reingucken und euch die schönen neuen Charaktere, die, wie ich finde, eigentlich wesentlich besser aussehen als das, was wir bisher haben, mal angucken wollt, dann verlinke ich euch das Ganze natürlich. So. Und von der Inside Star Citizen Folge geht es jetzt mal weiter in den nächsten Videoinhalt, den wir gekriegt haben diese Woche. Und zwar das Star Citizen Live, das sich dieses Mal als Follow-up mit dem FPS in Star Citizen beschäftigt hat und ein Q&A war, nämlich FPS in Alpha 3.23. Hier ging es quasi um die Änderungen an unserem FPS-Gameplay, die für Alpha 3.23 ins Spiel kommen werden. Und das FPS-Team ist hier zu Gast, um uns einiges an Fragen, also ein Teil des FPS-Teams ist hier zu Gast, um uns eben einiges an Fragen zu beantworten. Und ich habe euch diesmal 6 Stück rausgezogen, die ich euch hier beantworte. Und zwar, Frage Nummer 1. Da ging es natürlich gleich erstmal ums Sniper-Glint. Das Thema, was quasi im Spektrum aufgelaufen ist letzte Woche. Denn nach dem Inside Star Citizen haben sich wirklich viele Leute, vor allem die, die eher ein sim-mäßigeres Spiel haben wollen, drüber beschwert, was das soll mit diesem Leuchten auf den Scopes, dass wenn wir, sobald wir ein Scope benutzen, irgendwie anfangen zu leuchten. Egal, ob das Nacht ist, Nebel oder eben Tag. Ne? Und hier sagt man uns dazu eine etwas längere Antwort. Und zwar soll es wohl zwei verschiedene Arten dieses Leuchtens geben. Die Frage hier dazu erstmal, Entschuldigung, die Frage dazu war erstmal, warum bekommen die Sniper-Scopes denn überhaupt so ein fixes Leuchten? Und was hat das zu bedeuten? Und wer wird das überhaupt sehen, dieses Leuchten?
Hier ist die Antwort darauf. Es soll verschiedene Arten von diesem Leuchten geben, und zwar zwei verschiedene Arten. Eine, die man einfach so hat, weil man das Scope quasi drauf hat und dann letzten Endes irgendwo hinguckt damit. Und eine Art, noch ein stärkeres Leuchten für den Spieler, der angeguckt wird. Es gibt quasi verschiedene Angles, also verschiedene Bereiche, die dann letzten Endes verschieden ausgeleuchtet werden. Wenn zum Beispiel ein Spieler außerhalb dieses Bereiches steht, hier drüben zum Beispiel, leuchtet das für den nicht so stark, wie wenn er innerhalb dieses Bereiches steht. Ne? Dann kriegt er quasi ein stärkeres Leuchten angezeigt. Außerdem, Stärke des Leuchtens, apropos, es wird wohl höchstwahrscheinlich sogar so sein, dass die Waffen bzw. die Scopes dieser Sniper-Waffen verschieden stark leuchten, je nachdem, wie stark die Waffe ist. Also umso stärker das Sniper-Gewehr, umso stärkeres Leuchten habt ihr auch. Was auch eine komische Sache ist. Man sagt uns hier noch dazu, dass laut CIG ist der Grund dafür, dass man dieses Glint, diesen Scope-Glint einfügt, deswegen, weil die Sniper-Scopes ebenso stark sind. Und man will die Sniper-Rifles an sich auch noch verschlechtern, indem man zum Beispiel das Auto-Zeroing, was wir ja auf den großen Scopes zurzeit benutzen können, zumindest auf vielen größeren und besseren Scopes, habt ihr die Möglichkeit, Auto-Zeroing zu machen, sodass ihr letzten Endes die Entfernung eben durch euer Scope bestimmen lasst und das dann letzten Endes euch automatisch auf diese Nullposition stellt, ne? Das soll wohl verschwinden und soll rausgenommen werden gegen eine andere Mechanik, wo man mehr tun müssen soll, um eben Leute nicht so schnell killen zu können mit einem Snipergewehr. Der Jared Huckabee, der sagt hier noch dazu, dass wir das doch mal austesten sollen, bevor wir rumschimpfen, wie schlecht das letzten Endes ist, und Feedback geben sollen. Allerdings muss ich sagen, hier sind in der Star Citizen Community jede Menge Leute dabei, die viele, viele FPS-Spiele gespielt haben. Höchstwahrscheinlich mehr FPS-Spiele als die Leute des FPS-Teams selber bei CIG. Zumindest macht mir das den Eindruck. Und die haben auch Ahnung davon, wieso das scheiße ist, wenn man so ein Leuchten quasi drauf hat. Und nennen dort auch jetzt schon die Gründe dafür. Nämlich dieselben Gründe, die jedes andere Spiel mit diesem Leuchten auch hat. Oder eben nicht hat, wenn sie dieses Leuchten nicht wollen. Das ist so eine Grundlagenentscheidung, und da braucht man uns nicht irgendwie zusülzen von wegen, ja, probiert's doch mal aus und gebt doch Feedback. Bei sowas kannst du vorher schon wissen, wie sich das auswirkt, weil man das kennt aus anderen Spielen. Die sind jetzt nicht die Ersten, die so eine Karte ziehen. Na, ich sag nur Battlefield 3, beschissener Sound, deswegen Glint. Zweite Frage, die ich euch rausgezogen habe, war: Werden die Änderungen an den Scopes dafür sorgen, dass unsere Rüstung nicht mehr in die Scopes klippen? Oh, das war eine Frage, die könnte man leider nur so lala hier beantworten, denn man wird sich das angucken. Angeblich liegt dieses Problem an den Rüstungen selber, nicht an den Scopes. Und man wird halt gucken, ob man dafür irgendwie was tun kann. Ehrlich gesagt ist man jetzt schon dran an der Sache. Und zwar mit einem Quick und Dirty Fix. Das wird hier uns drin quasi letzten Endes schon gesagt, dass man eine Möglichkeit gefunden hat, das irgendwie Quick und Dirty einigermaßen zu fixen, aber das noch nicht die letzte Lösung ist und kein ordentlicher Fix für das Problem in 3.3.20 enthalten sein wird. Dritte Frage, die ich euch rausgezogen habe: Wird es eine Möglichkeit geben, das Nachladen zu canceln? Hier war die Antwort: Ja, die Möglichkeit wird es geben, und zwar indem ihr eine andere Animation abspielt. Zum Beispiel eine Sprunganimation, dann wird dieses Nachladen eben auch gecancelt. Die vierte Frage, die ich euch rausgezogen habe: Wird es einen Grund geben, den Laserpointer zu benutzen, jetzt wo man quasi ein Fadenkreuz im Spiel hat? Und hier war die Antwort: Ja, die Möglichkeit, also ihr werdet auf jeden Fall diesen Laserpointer immer noch brauchen, dann, wenn ihr keinen Combat-Helm auf habt. Denn alles, was Combat-Helme habt, haben dieses Fadenkreuz, und man konstruiert uns hier in der Antwortsituation, wo man ja vielleicht mal keinen Helm aufhaben könnte und dann dieser Laserpointer ganz gut wäre. Also wenn ich zu einer FPS-Mission gehe, dann setze ich mir immer einen Helm auf. Ich bin nicht so ein Trottel, der ohne Helm loszieht in einer FPS-Mission. Kann man natürlich machen, aber für mich sind damit die Laserscopes hinfällig. Also die Laserpointer, nicht Scopes, Pointer.
Also ich brauchte sie sowieso vorher noch nie und jetzt brauchst du noch weniger. Die nächste Frage, die ich euch rausgezogen habe, ist die fünfte. Und zwar, wird es denn ballistische Schilde geben? Also so eine Art Schild, mit dem wir uns Deckung irgendwie geben können, was wir vor uns hertragen und dann letzten Endes mit der Handfeuerwaffe noch da dran vorbeischießen. Hier ist die Antwort, ja, das ist auf alle Fälle geplant und soll aus Squadron 42 in das PU übernommen werden. In Squadron 42 gibt es wohl schon so etwas Ähnliches. Mhm. Und die letzte Frage, die ich euch rausgezogen habe, ist die Frage 6 und die sagt, wird es eine bessere Zoom-Technik geben? Also so, dass man nicht neben den Scopes heranzoomt. Das ist ja auch noch was gewesen, was im Spektrum sehr aufgeschlagen ist. Und zwar durch dieses neue Zoom, weil wir in Star Citizen ja nicht die Möglichkeit haben, Bild in Bild darzustellen. Also dass unser Sniper-Scope letzten Endes ein anderes Bild hat, als das, was drumherum um die Waffe ist. Das kommt durch technische Limitierung, die Star Citizen hat und die Art und Weise, wie man hier in Star Citizen eben Dinge rendert. Deswegen geht das erstmal nicht. Wird vielleicht irgendwann mal sein, aber weiß man noch nicht. Zumindest will man das erstmal fixen, beziehungsweise etwas kaschieren, indem man so eine Art Blur-Effekt einfügt neben dem Scope, sodass man dann letzten Endes bloß noch durch das Scope gucken kann und neben dem Scope zwar herangezoomt ist, aber eben die Sicht blurry wird, sodass das Herangezoomte eben nichts bringt. Vor allem nicht den Leuten, die hier mit 48 Zoll Monitor unterwegs sind und mega fetten 32:9. Ne? Weil die hätten jede Menge Sicht, die herangezoomt ist und könnten sonst schön gucken. Ja, Leute, das war's erstmal, was ich euch hier rausgezogen habe. Dieses Mal, es gab natürlich jede Menge mehr Fragen, die noch beantwortet wurden. Entweder aus dem Twitch-Chat oder auch aus dem Spektrum. Da gab es ja wieder die Fragen, die hochgevotet worden sind. Das soll mir für diese Woche aber erstmal reichen, weil sonst geht das Ganze hier ein bisschen zu lang mit einer Kurzzusammenfassung. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche. Wir sehen uns bestimmt nächste Woche wieder. Ja, bleibt gesund, Leute. Passt auf euch auf und bis dann. Tschüss!